keiner. Polizei sortiert, ob geräumt werden soll, das hast du auch gerade gekriegt. Also, noch wissen sie es nicht. Die Polizei sortiert, ob geräumt werden soll. Die reden da nicht. Jetzt geht's noch. Also der Mensch wendet all seine Gesundheit auf, um Geld zu verdienen. Danach wendet er all sein Geld auf, um wieder Mensch zu werden. Oh oh. Was? Hallo. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Willkommen. Mic-Check. Wie Sie vielleicht wissen. Kommunizieren wir. Gemeinschaftlich. Wir haben nichts gegen Sie. Wir wollen keinerlei Gewalt anwenden. Wir sind friedlich. Die letzten Wochen haben das auch gezeigt. Und egal, was wir jetzt besprechen werden mit Ihnen, wünsche ich mir eine entspannte und friedvolle Kommunikation. Guten Tag. Wir sind die Polizei. Sind in dieses Haus eingedrungen. Obwohl sie das nicht dürfen. Was bedeutet? Wir werden die Identität feststellen. Mit dem Eigentümer sprechen. Sie bekommen vorerst eine Strafanzeige. Wegen Hausfriedensbruch. Sachbeschädigung. Wir bitten Sie, die Maßnahmen Folge zu leisten. Dann wird auch alles friedlich bleiben. Und jetzt? Werden Sie uns begleiten? Nachdem Sie uns Ihre Personalausweise gegeben haben. Und mein lockeres Handwinken, wer keinen Personalausweis dabei hat? Alle haben meinen Ausweis richtig. Mic-Check. Ich habe noch eine Frage. Sie begleiten. Bedeutet das aus dem Raum begleiten? Aus der Etage begleiten. Oder gar aus dem Haus begleiten. Dann wäre es mir wichtig zu wissen, dass Sie rechtlich die Pflicht haben, das zu tun. Sprich, ob eine Anzeige Vorliegt und eine Räumungsverfügung überhaupt ausgesprochen ist. Mein Personalausweis reiche ich Ihnen gerne. Auch gerne hier mit meinen Freunden. Im Kreis sind. Das bedeutet, Wir werden Sie aus diesem Haus begleiten. Wir werden von Amts wegen Eine Anzeige schreiben. Weil wir dazu verpflichtet sind. Die Erlaubnis. Ob Sie hier sein dürfen oder nicht. Wird nachträglich eingeholt. Und wir brauchen. Dafür keine besondere Erlaubnis. Ich habe eine Zusatzinformation. Johannes hat gerade mit der Beamer gesprochen. Die werden sich gleich wieder melden. Um ihre Entscheidung mitzuteilen. Ob sie uns dulden werden. Mic-Check. Ich sehe hier keine Gefahr im Vollzug. Und möchte Sie bitten, mit uns gemeinsam auf diese Information zu warten. Ansonsten tragen Sie uns vielleicht zehn Stockwerke runter, um uns dann mit Erlaubnis wieder hineinzulassen. Sie können schon mal die Ausweise bereithalten. Dann weiß ich, bei der Steuerzeit.
Was hat nicht vor? Okay, wir sollten eigentlich mehr kommen. Hoffentlich. Ja, wir kennen uns genau. Aber wir werden auch nicht. Der Schlaf hat nach nicht vor, wie rausgezogen. Von daher. Von wem? Okay. Ciao. Ich habe die Zeit, wir auch schnell nach. Ich brauche jemanden, der gerade vorbeigelaufen ist. Aber bitte nicht auf einen. Ja, Mike-Check. Kann man nicht den Namen erfahren, wer die Strafanzeige gestellt hat? Kann man nicht den Namen erfahren, wer die Strafanzeige gestellt hat? Mike-Check. Der Ermittlungsausschuss. Wünscht uns alles Gute. Das ist schon mal gut, dass wir das Ding geschafft haben. Christian, geht's dir gut da vorne? Wir vermissen dich. Es läuft. Ja. Könnt ihr von da hinten mal ein Foto in die Richtung stellen? Ja. So. Macht man nicht ganz schlecht. Zitat ist vielleicht besser, sonst ist das ein bisschen Predigt. Ja. Aber ein Kapitel heißt. Wir müssen den Weg der Gewaltlosigkeit gehen. Wir müssen den Weg der Gewaltlosigkeit gehen lernen. Lies doch mal was vor, dann können wir den netten Polizisten auch sagen, warum wir eigentlich hier sind. Wollen das alle wissen? Das ist das Frage. Vielleicht gibt es ein Kapitel Widerstand kommt aus Empörung. Ohne Mic-Check, aber wenn es zu viel wird oder unpassend ist, müsst ihr mir irgendwie zeichnen. Widerstand kommt aus Empörung.
Also das ist aus dem Buch von Stefan Hessel, Empört euch. Gibt es auf der Bahnhofskiosk mittlerweile. Ein alter, weiser Mann. Der letzte noch lebende, der die im Club hat. Menschenrechte unterzeichnet hat. Genau. Man wagt uns zu sagen, der Staat könne die Kosten dieser sozialen Errungenschaften nicht mehr tragen. Aber wie kann heute das Geld dafür fehlen, dadurch der Wohlstand so viel größer ist als zur Zeit der Befreiung, als Europa in Trümmern lag? Ich will dich eigentlich nicht unterbrechen, aber irgendwie denke ich, es ist mir viel schöner, wenn wir einfach mal erzählen, warum jeder persönlich hier ist. Oh. Vielleicht interessiert es die Beamten, dann wissen die, warum die jetzt ihre Zeit für uns aufbringen müssen. Dass wir das hier nicht aus Jux und Dollerei machen. Mit Mic-Check? Nein, ich glaube, das hört man. Das Mic-Check ist ja auch irgendwie. Ich bin hier, weil sehr viele Menschen damit nicht zufrieden sind, wie Politik gemacht wird. Eigentlich sind es alle. Ich kenne kaum jemanden, der sagt, Politik ist kein abgekartetes Spiel. Und alle Menschen denken sich das für sich, allein zu Hause, und niemand macht was. Ich weiß selbst nicht, was man dagegen machen kann, aber ich weiß halt, wenn ich allein zu Hause vor mich hinmecker, dann passiert halt gar nichts. Also treffe ich mich mit ein paar Leuten, die das auch so fühlen, und wir fangen erstmal an, das zu besprechen. Und das Ding ist, wir sind sicher nicht die Ersten, die irgendwie so schlau sind und merken, irgendwas stimmt hier nicht. Es gibt eine ganze Menge andere schlaue Leute, aber die streiten sich alle miteinander. Die fangen damit nämlich an zu sagen, die Lösung ist Sozialismus oder die Lösung ist Anarchie. Und dann streiten die sich Jahre und Tage und ewig. Und hier probieren wir aus, dass wir erstmal sagen, was macht mir eigentlich Sorge? Und dann fangen wir an, darüber zu sprechen, was man dagegen machen kann. Und wenn man das macht, dann streitet man sich nicht und man merkt, dass alle die gleichen Sorgen haben. Keiner glaubt der Politik, keiner glaubt, die Entscheidungen sind dazu da, damit es den Menschen besser geht. Hier ist ein Riesenhaus, steht leer, im Winter frieren Menschen, dieses Haus wird beheizt, wir haben es schon gemerkt, die Heizungen sind an. Steuergelder sind es und deswegen dachten wir, wir müssen mal ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen. Deswegen sitzen wir hier zusammen und müssen sie leider hier aufhalten. Sehr gut. Wer noch? Wer möchte noch sagen, warum er hier ist? Ja, dann mag ich es lieber jetzt, als ich fragen muss. Also ich bin sehr altes Semester, ich bin 53 Jahre. Ich habe über 20 Jahre wie Sie im öffentlichen Dienst gearbeitet. Zuletzt 17 Jahre bei der GASA. Und habe da auch, denke ich, viel geleistet. Auch mehr Geld, als ich verdient habe. Obwohl das Verdienst, das ist, davon kann man heute träumen. 2005 wurde unsere ganze Abteilung, die wurde betriebsbedingt gekündigt. Das war eigentlich die wichtigste Abteilung in der GASA für den Service. Und zwar habe ich und meine Kollegen bearbeitet Anfragen auf Gasrohrnetz. Und da haben Sie, also Ihre Chefs oder Verwaltung auch geschrieben, wenn jetzt ein Polizeinotruf aufgebaut wird oder ein Fahnenmast oder U-Bahn wird neu gebaut. Bei dem Bau musste der Bauherr und der Architekt beide bei uns Pläne beantragen, wo die Gasleitungen sind. Ja, dieses Wichtige, um das jetzt mal abzukürzen, dieses Wichtige hat die GASA an einen Billiganbieter weitergeleitet, beziehungsweise wie gesagt uns gekündigt und damit, weil es eine Aktiengesellschaft geworden ist nach der Wende, also es ist praktisch entstaatlicht worden, also vom Senat weg. Und wenn eine AG will nur noch Kohle machen, egal was passiert. Ja, und ich bin Opfer davon, hatte noch Pech, weil ich eigentlich gelernter Chemielaborant bin. Und aber bei der GASA nach der Erdgasumstellung vom Labor, weil die Werke geschlossen wurden, in die Verwaltung kam. Also wo ich das letztgenannte gemacht habe. Ja, und was ist, ich habe bis heute keine Arbeit mehr bekommen. Ja, und dann wurde in dieser Zeit wurde es immer alles schlimm. Ich hab gehört in zahlreichen Talkshows, die Leute kriegen immer weniger Hut. Jetzt ist die Arbeitslosenzahl unheimlich gesunken, aber gucken wir doch mal dahinter, hinter die Statistik, was da los ist. Wie viele Leute zwei Jobs machen müssen, um überhaupt noch über die Runden zu kommen. Jedenfalls, das hat mir immer mehr Wut in den Bauch gebracht,
Und ich habe aber keine Partei gefunden, die meine Wünsche und Ziele, die ich habe, vertritt. Und dann kam ein Glück, es fängt ja mit der Arabischen Revolution an, das ist ja so die Wiege unserer Bewegung. Ja, und dann ging es eben los in Spanien und New York. Und am 15. Oktober wachte ich morgens auf und hörte, dass in Tokio eine Großdemonstration ist. Das ging dann über Australien oder umgekehrt, über die ganze Welt. Und ich wusste davon, ich dachte, wenn du jetzt nicht zu der Demo gehst, dann bist du selber schuld an einem. Denn ich habe auch Verantwortung. Ich habe 2 Töchter, ich habe 4 Enkelkinder. Im Kleinstkindalter bis 11 jetzt. Und denen möchte ich nochmal was. Entschuldigung, ich möchte denen eine Welt hinterlassen. Danke. Ja, krasse Rede. Also ich bin hier einfach, um die Zukunft unserer Enkel zu verbürgen. Also eurer Enkel. Ja. Weil es geht in der Tat um mehr als nur diese schnöde Geld und die Politik. Stichwort Überfischung, Fukushima, Maschinen ersetzen Arbeitskraft der Menschen. Logischerweise sind bald alle arbeitslos. Also auch ihr, wenn dann Robocop da ist, werden sie auch auf euch dann natürlich ein bisschen verzichten können, leider. Was nicht gut ist, aber ihr steht natürlich lange stabil, was ich soweit ganz gut finde für die restliche Sicherheit, wo ihr wirklich gebraucht werdet. Also sprich Übergriffe in der U-Bahn und so weiter und so fort. Und ansonsten sehe ich da eigentlich ohne Drama einen großen Handlungsbedarf. Und ja, wer mag, ist gerne eingeladen, weil gibt die noch zu tun. Und ich glaube, das können wir nur als Menschheit lösen. So theatralisch das klingt, aber darauf hat es sich für mich verdichtet. Okay, und ich bin hier, weil ich glaube und mir ganz sicher bin, dass 100% der Menschen, die sich hier im Raum aufhalten, die draußen auf der Straße sind, diese Matrix, in der wir leben, nicht mehr ertragen. Die Medien, wir sehen das. In dem Moment, wo man aktiv wird und sich informiert, merkt man, was mit den Medien tatsächlich los ist. Wir erfahren nicht mehr die Wahrheit. Wir erfahren nur noch das, was wir erfahren dürfen. Das fängt bei Arbeitslosenzahlen an. Das fängt in der untersten Schiene an, genauso wie der Wahnsinn, der vorhin erwähnt wurde, dass in Berlin jedes Jahr Leute erfrieren. Unser erster Gedanke, als wir hier rein sind, war, den Kontakt, den wir zur Kältehilfe schon haben, sofort zu aktivieren, weil wir gemerkt haben, hier sind die Heizungen an. Es kann nicht sein, 50 Meter, 100 Meter weiter, jeden Tag liegen, okay, die Leute sind alkoholisiert, ist schwierig, mit Sicherheit. Aber hier wäre der Platz, um alle unterzubringen, sie zu versorgen. Ich bin Koch, ich würde sogar gerne, ohne Geld dafür zu nehmen, kochen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich würde helfen bei der Küche. Mich kotzt es einfach an, also grundsätzlich die Politik in Deutschland, aber auch gerade Arbeitsgesetze. Und ich finde es Quatsch, dass meine Mutter jeden Tag 12 Stunden arbeiten geht und dass ihr Lohn dann aufgestockt wird, damit sie so viel verdient wie ein Hartz-IV-Empfänger. Und das geht einfach nicht. Das kann nicht sein, dass einige Leute sich den Arsch abrackern und andere Leute das Geld bekommen. Ich finde es richtig, dass Leute, die keine Arbeit haben, Hartz IV bekommen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Leute, die arbeiten gehen, müssen verdammt noch mal mehr haben. Es kann nicht sein, dass wir gehen. Würdet ihr für 4 Euro die Stunde hier euch hinstellen? Garantiert nicht. Ich schwöre es euch. Ihr würdet euch einen anderen Job suchen als Putzfrau oder Techniken, so. Technischen Einwurf. Es gibt 300 Beamte bei der Polizei in Berlin, die aufstocken müssen. Echt? Haben wir recherchiert, ja. Ich denke mal, das wird das Wachpersonal sein. Schlimm. Also. Da geht's los. Auch bei euch leider. Nee, ist kein Scherz. Das ist einfach nur billigste Mathematik. Da muss man kein Börsianer sein. Jetzt vielleicht ziehe ich ja im Raum nicht. Aber es gibt das. Ich glaube, sie ist noch nicht fertig. Nee, Entschuldigung. Was denkt ihr denn? Wie lange wird das noch funktionieren? Für euch ist ernsthaft die Frage, ohne Ironie, weil ihr interessiert mich auch, ihr seid Teil der Bevölkerung, aber ihr seid zwar irgendwo verankert, logisch, aber wie seht ihr das? Denkt ihr, ihr steht ewig? Haltet ihr euch für unangreifbar? Glaubt ihr echt so sehr an unseren Staat oder an Europa und diese Dinge? Wirklich eine ernsthafte Frage. Der Staat ist auch pleite, wie will er euch bezahlen in 10 Jahren? Wir machen immer weiter Schulden, leihen anderen Leuten dann noch Geld. Wir geben Geld aus, was wir gar nicht haben.
Geld wird neu gedruckt, das Geld verliert wieder seinen Wert. Ich glaube, der Herr möchte was sagen. Genau, lass ihn mal. Möchten was sagen? Es ist doch klar, dass wir jetzt so, wie wir hier sind, nichts sagen können. Ja, stimmt, viel mehr dann auch an, wo es gesagt hat. Die Herren haben mich auch nicht auf eine Diskussion einlassen, das wird wahrscheinlich kein Problem. Das ist schade, bitte aber Verständnis ist, an. Ist verständlich. Mir ist bekannt, genau. Ich habe neulich mit einem Taxifahrer gesprochen. Ich hatte es eigentlich, musste ein Taxi nehmen und es war direkt vom Camp. Und dann frage ich den, wie der das alles findet. Das ist doch scheiße, das bringt doch alles. Die lachen über euch. Und ihr müsstet mal 2 Wochen lang nicht tanken, ja? Dann verdienen die kein Geld, dann merken die das. Ich sag, warum sitzt du hier im Taxi, warum kommst du nicht mal vorbei für eine halbe Stunde und sagst die Idee? Das können wir machen. So. Der Witz ist einfach, es regen sich alle auf. Man muss nicht sich hier, wie wir, die Verrückten, hier in so ein Haus setzen. Wir bauen ein Forum, wir machen ein regelmäßiges Treffen, damit jeder seine Ideen da reintragen kann. Und der Taxifahrer sagt, ich habe keine Zeit. Ich arbeite 72 Stunden pro Woche, um auf 1.300 Euro zu kommen. Meine Frau ist krank, hat Krebs, ich kann nicht. Ja, aber ich meine, also wie denkt dieser Mensch? Ich meine, klar, dann mach das noch weiter. Du bist jetzt irgendwie 40, Mitte 40. Wie lange kannst du noch 72 Stunden am Tag pro Woche arbeiten? Und was wird in 10 Jahren sein? Da bist du plötzlich reich oder was? Also wir merken alle, es geht so nicht weiter, es läuft auf irgendeinen Krach hinaus. Und ich habe aber auch keine Angst mehr vor diesem Krach. Also das noch dazu, diese ganzen Schuldenberge, diese ganzen Nachrichten, diese ganzen Finanzkrisen, die ich nicht verstehe, ganz ehrlich, ich verstehe diese Zusammenhänge alle nicht. Es hört sich für mich absurd an, dass eine Panik irgendwo Milliarden vernichten kann, aber so scheint es zu sein. Und ich will mich mit dieser Panik nicht mehr auseinandersetzen. Und ich finde aber auch sehr angenehm, dass ich halt im Rahmen dieser Bewegung Menschen begegne, die halt mal entspannt sind, wo ich weiß, das sind Menschen, die sind offen. Wenn ich Hunger habe, gehe ich dahin. Dann kocht Norbert für mich, obwohl er mich nicht kennt. Das finde ich total beruhigend. Und dann ist es mir auch egal, was mit den Banken passiert, weil ich weiß, solange wir hier Menschen sind und solange wir uns nicht aufstacheln lassen und ruhig bleiben, werden wir uns umeinander kümmern. Und das merke ich gerade viel mehr, als ich es vorher gemerkt habe, indem ich halt in dieser Bewegung rumspazieren mit Leuten rede. Sehr schön. Und wir so mit den Händen wedeln. Das heißt Zustimmung. Das heißt Zustimmung, das heißt Ablehnung. Und wir machen das einfach, um uns gegenseitig nicht abzubrechen. Das heißt bei euch Pause, oder? Ja, das heißt Pause. Das heißt für mich sehr gut. Beim Taucher heißt es, ich habe nur verwundet sofort. Genau. Deshalb sind Zeichen so wichtig, genau. Ja. Aber eine Frage können Sie mir sicher doch beantworten, weil die nicht über Ihr Dienst jetzt irgendwie über die Ränder schwillt. Warum tragt ihr keine Nummer an? Nur mal so Interesse, aber ich habe gehört und kenne mich da nicht ganz so gut aus, dass ihr eigentlich jetzt verpflichtet wäret, weil ihr uns filmt, und das finden wir auch gut, wir wollen ja bekannt und berühmt werden, wir filmen euch, aber warum tragen die Berliner Polizisten, weiter kann ich bisher nicht gucken, die Nummern nicht? Ist es doch noch nicht bindend, oder? Deine Bekleidung ist ja nicht bindend, beziehungsweise ist es nicht zugelassen momentan. Ah, okay. Kommt aber. Wird noch verhandelt. Wir haben geklagt, Einspruch. Einzelne Kollegen haben geklagt, läuft alles noch. Die uniformierten Kollegen von der normalen Polizei, die tragen schon. Ah, ja, stimmt, genau. Wir sehen, hat es schon mal. Aber ja, wir werden so kürzer. Ja, klar. Ist ja gut, Transparenz auf beiden Seiten. Wir haben uns ja nicht viel zu verbergen. Also, gar nicht eigentlich. Nee, ist wichtig. Ein wichtiger Schritt. Ich will nur sagen, warum.